Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir sind hier vor Ishtar und können nicht rein, weil uns bei den Assassinen, ja, wie soll ich sagen, einfach zu wenig Ruf ist. Also bei den Assassinen im Gesamt. Wir haben nur 13, aber brauchen 60 oder 75, glaube ich, um da reinzukommen. Und können da nicht rein. Und daher würde ich mal schauen, dass ich hier vielleicht in der Wüste noch ein paar Aufträge erledige. Hier. Was ich mir überlegt hatte, wäre hier in Braga Azaru vielleicht zu finden. Das war jetzt aber nicht der, hoffentlich, der dort in der Höhle ist von den Nomaden. Sondern einer von diesen Räubern, glaube ich, oder? Ich hoffe doch. Da können wir auch Riordia, ne, auch nochmal wieder besuchen. So. Gucken wir mal. Gehen wir mal zurück. Da vorne haben wir auch wieder eine Ruine. Wir sind auch bisher noch nicht diesen Weg entlang gelaufen, kann das sein? Vor allem die Wüste hat hier auch noch so viel. Hier, das große Stück hatten wir ja schon. Das hier hatten wir ja auch schon ein bisschen erkundet. Aber das hier? Das haben wir, glaube ich, noch nicht. So, hier liegen wieder Pflanzen. Was ist das denn für eine Höhle? Mit Varan und Fleischwanzen. So. Ist hier noch mehr? Ich guck mal eben erstmal. So. Na, hier sind nur Fleischwanzen. Okay. Dann looten wir erstmal hier. So, auch wieder alles mitnehmen. Wir brauchen da Fleisch. Gucken, was wir hier noch so alles finden. So, vor allem auch, ich fand die Folge, die vor ein paar Tagen da rauskam, da mit den Nordmar. Auch richtig heftig. Das hat einfach mit den Orks einfach gar nicht aufgehört. So. Ich bin aber auch froh, dass das dann irgendwann zu Ende ging. So, da haben wir noch eine Fleischwanze. So, Felsnessel nehmen wir auch noch mit. So, okay. Dann haben wir hier alles. Für die, die sich wundern, warum ich immer wieder so viel nach rechts hier schaue, da ist ja mein Bildschirm mit OBS drauf. Und ich sag mal so, ich hatte vorhin ein paar Mal versucht, was umzustellen. Und sagen wir mal so, ich wollte eigentlich, dass die Qualität besser wird. Aber das ist leider kein gutes Aber. Es wurde nicht besser, sagen wir so. Es war dann irgendwie mehr Ruckler, mehr Frames wurden verloren gegangen. So, ich will eigentlich hier eine deutlich bessere Qualität haben. Aber ich gehe mal von aus, dass ich mir wahrscheinlich entweder eine bessere Grafikkarte organisieren sollte oder eine zweite. So, und im PC verbauen. Und was mir auch aufgefallen ist, ich werde wahrscheinlich eine neuere, bessere CPU auch noch brauchen. Weil, okay, CPU weiß ich jetzt nicht genau, was ich für eine habe, aber Grafikkarte eigentlich eine 3070 RTX. Und eigentlich die hatte immer gute Leistung gegeben, sagen wir mal so.
Aber ich will ja mittlerweile auch in 4K aufnehmen und streamen. So, ich will, dass die Qualität immer besser wird. Und dass da auch weniger verpixelt wird. Ganz schlimm war das jetzt vor kurzem. Was heißt vor kurzem? Also für mich vor kurzem. Für euch ist das wahrscheinlich locker schon einen Monat her. Vielleicht auch anderthalb, 2 Monate. Weiß ich jetzt nicht so genau. Muss ich zurückrechnen nachher. Aber für euch ist das auf jeden Fall schon ein Weilchen her. Da war es richtig schlimm in Enshrouded, weil ich das parallel gestreamt hatte und aufgenommen. Und da war richtig mieser Pixelmatsch bei der Aufnahme. Obwohl es in 4K war und so. Und da habe ich dann irgendwann festgestellt, so, ich habe meine Einstellung bei OBS und auf dem PC irgendwie falsch, weswegen ich das jetzt mittlerweile am Experimentieren bin, wie ich das hinkriegen könnte. Ich speichere hier mal. So, damit es von der Qualität besser Ich wird. mach dich fertig. Wer sind die? So, war das Wasser, was der hatte? Ist da vielleicht Asaru mit bei? Ich reiß dir den Kopf ab. Vielleicht ist da Asaru mit bei. Jemand, den wir suchen? Keine Ahnung, wo die hingehen. Ich werd's dir zeigen. Ich mach dich fertig. Nee, das sind einfach nur Räuber, okay. Das sind einfach nur Räuber, die irgendwo hingehen. Aber wenigstens die Punkte nehmen wir mit. So, jetzt will ich aber mal was gucken. Nee, nicht hier. Meisterschwert. Wo kriegen wir Katanas her? Und das waren jetzt einfach nur so schlabendelnde Räuber. Also feindliche Nomaden. Hier ist ein Kroko. Mehrere Krokos sogar. Ja. Und Löwen. Eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich liebe die Musik hier in der Wüste. In der Wüste, die Musik ist super, finde ich. So, wo ist die Straße? Hier ist die. Sandcrawler müssten dann auch wahrscheinlich in der Nähe sein. Da. Da hinten ist auch wahrscheinlich wieder eine Oase. Ich fand es jetzt aber schade, dass da jetzt keiner mit Namen war von denen. Und es tut mir leid, dass ich hier die Wüste einfach viel zu wenig erkunde. Oder allgemein hier die Gebiete viel zu wenig erkunde. Das wird aber noch kommen. Nur Gothic hat mich gelehrt, sagen wir so, wenn du zu schwach bist, mach nur das Nötigste, sage ich jetzt mal so. Also für mich, meine Lehre, ist das so. Vielleicht sehen das einige von euch anders. Aber ich habe diese Lehre daraus gezogen, wenn du zu schwach für etwas bist, dann riskier nicht zu viel. Okay, was ist hier drin?
Schlangen. Ach, eine Blutfliege. Ich habe so ein Gefühl, hier könnte mehr sein. Warane. Ist das nur der eine Varan? Nee. Hört sich an, als wären hier noch mehr irgendwo. Nehme ich auch mal alles mit. Gegen Varane kommen wir ja an. Noch. Jetzt ist nur die Frage, gibt es hier noch einen anderen Weg? Wir haben ja mehr als genug Fackeln. Feuerwarane sind wiederum schwieriger, aber gegen normale Warane kommen wir safe an. Gibt es hier noch einen Weg, den ich übersehen habe? Ich glaube nicht. Zumindest nicht hier unten. Vielleicht da hinten irgendwie. Auch nicht. Nö. Gibt es vielleicht noch eine zweite Höhle? Nö. Auch nicht. Wo ist die Straße wieder hin? Bin ich überhaupt noch auf der Straße? Nein, ich bin schon lange nicht mehr auf der Straße. Ich bin irgendwo hier. Ich bin vom Weg abgekommen. Unglaublich. Und es war mir nicht mal bewusst. Ich war also wahrscheinlich irgendwo da oben. Das finde ich aber auch irgendwie ein Varant ein bisschen lustig. So, man kommt hier so stark vom Weg ab. Ich hoffe, ich finde die Straße wieder. Da sind Schakale. Müsste hier jetzt nicht der Weg langsam sein? So, ich hoffe, wir haben noch genug Energie. Ja. Felsnester nehmen wir mit. Also Pflanzen werden wir jetzt mittlerweile alle aufbewahren, die wir haben, die wir kriegen. Noch mehr Sandcrawler. Auch wenn wir gegen die mittlerweile ankommen, sind die schon sehr lästig. Aber es ist nur einer, oder? Der ist alleine. Und verspeist da, glaube ich, irgendwas. So. Von dem haben wir nichts bekommen. Eigentlich müssten wir mal gezielt auf Sandcrawler-Jagd gehen. Die geben ja alle 200 Punkte.
Solange es keine Zombies sind oder so, hier in der Wüste, das war mir zu viel. Okay, sind das wieder ganz normale Snapper oder Beißer? Also das sind dunklere. Wo genau bin ich jetzt? Da hinten soll die Straße sein. Ich glaube, ich sehe die schon. An der bin ich irgendwie vorbeigedüst. Ah, und da ist schon Braga, okay. Ich frage mich aber, wie diese Stadt von diesen Ruinen, wie die mal ausgesehen hat zur Blütezeit. Würde ich gerne wissen. So, und war hier nicht irgendwo noch eine Höhle? Also, zu denen wollten wir. Nee, das ist die falsche Höhle. Das ist nicht die richtige Höhle. Wo war die Höhle von den Nomaden? Ich bin immer noch unentschlossen, auf wessen Seite wir uns hier begeben werden. So. José? Nee, noch mal kurz gucken. Azaru, okay, komm. So. Für jeden Sippmannführer, den Sir, zahle ich dir ein gutes Kopfgeld. Malir und Taklar sind die Anführer von diesen Räuberbanden. Okay, Malir und Taklar haben wir. Und sie waren es auch, die Tufel überfallen und sind zu gut gestohlen. Und Azaru und seiner Sippe hat sich schon lange keiner mehr blicken lassen. So ist das mit Nomaden. Man weiß nie, wo die Mistkerle stecken. Konnte mir nicht irgendjemand irgendwas zu Azaru sagen? Wer war nochmal Azaru? Obwohl, komm, wir können auch... Ne, nicht hier. Ben Arai, da haben wir noch ein paar Kopfgeld. Hurit fehlt noch. Luca muss verstehen und 10 Kaktusblüten. Crawler, ja, müssen wir auch noch machen. Gehen wir mal dahin, einfach in Bennerei. Quests erledigen. Vor allem. Okay, Erfahrungspunkte fehlen uns noch einige. So, oder was? Was ist da? Vielleicht finden wir hier Azaru. Nachdem wir ein paar Varane gefunden haben. Erfahrung plus 10? Für was? Das sind jetzt zu viele auf einen Schlag. Jo. Da.
zu viel auf einen Schlag. Kann ich hier einmal hoch? Ja, die kommen hier nicht hoch. Okay, alle geschafft. Was höre ich denn da? Nochmal ein paar Löwen. Das ist nicht gut. Ich hoffe, die lassen mir jetzt meine Bananen in Ruhe. Oh, Kaktusblüten. Wie viele haben wir schon davon? Kaktusblüten haben wir schon 6. Also 4 fehlen uns noch da. Oh, da ist ein Kroko. Die fressen meine Warane. Noch eine Kaktusblüte. Immerhin haben wir alle erledigt. Von den Varanen. Von den Löwen will ich jetzt mal nicht sprechen. Die werden uns eher erledigen. Von... Ist schon realistisch. Ein männlicher Löwe und dann eher eine Gruppe von weiblichen Löwen. Das ist, glaube ich, in der Natur genauso. So, gibt da noch mehr Löwen, okay. Sind mir doch ein bisschen zu viele. Das sind jetzt 2 Rudel Löwen. Gibt es einen Revierkampf zwischen denen? Noch eine Kaktusblüte, perfekt. Ich glaube, bald haben wir das mit den Kaktusblüten auch voll. So, und alles eingesammelt. So, dann eben wieder den Weg zur Straße finden. Obwohl, wenn wir so hier über die Wüste gehen, vielleicht finden wir, entdecken wir noch was. Wie da vorne noch ein Skelett. Echt, was sind das eigentlich für Riesenviecher? Okay, dunkle Lurker. Oder Sandlurker eher gesagt. Auch wenn dessen Farben mir irgendwie besser gefallen. Also die, die mich kennen, wissen, dass ich schwarz-rot eigentlich immer mag. So, da vorne haben wir eine Pflanze, also einen Baum. Auch wieder mit einem Skelett davor. So, wie viele Kaktusblüten haben wir jetzt? 9. Einer fehlt uns noch. Eine Kaktusblüte. Ich dachte, 2 fehlen uns noch. Okay, jetzt ist die Frage, wo kriegen wir die letzte her? Die hatten wir ja blöderweise, ich glaube, in der letzten Folge gegessen. Ansonsten hätten wir die jetzt alle vollständig. Da vorne liegt ein Skelett. Oh!
Was denn da passiert? Es sind aber auch nur drei von den Zombies. Ja, der soll bitte herkommen. Na komm. Okay, die kommen mir zu nah da hinten. Ich will jetzt nur gegen einen kämpfen. Der will mich doch verarschen. Vielleicht noch mal einen Heiltrank und den nächsten dann. Die sind ja aber auch nur zu dritt da. Das sind mir aber auch echt viel zu viele Zombies hier, Untote in der Wüste. Die Wüste ist einfach nur voll damit. Der hat mich ordentlich erwischt. Nochmal ein Heiltrank. Wir werden definitiv mehr Wasser brauchen auch. Gibt hier vielleicht noch eine Kaktusblüte? Okay, der ist hier alleine. Da! 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 Der will mich doch echt verarschen. So, gibt's hier was einzusammeln? Von denen kann man leider die Schwerter nicht mitnehmen. Ne, hier gibt's nichts. Eine Kaktusblüte, wo kriegen wir die denn jetzt her? Vielleicht hier irgendwo? Da sind die Sandcrawler. Speicher noch einmal. Ich will nur einen anlocken, ja. So, ja. Looten kann man die aber jetzt nicht. Vielleicht nochmal einen Heiltrank. Und nochmal speichern. Ich gehe von aus, dass das die Sandcrawler sind, die hier in Ben Arai Probleme machen. So. Vielleicht nochmal ein Halt, nicht ein Halttrank, sondern ein Energietrank. Energy Drinks. So, komm. So, wer kommt jetzt als nächstes?
Das sind ja richtig viele hier. Das sind ja extrem viele. Das ist ja ein ganzes Nest. Nein. Jetzt habe ich zwei angelockt. Das könnte vielleicht schwierig werden. Da! Jo, einmal kurz Abstand. Nochmal einen Halbgang. So. Oh, beide auf einen Schlag. Okay. Das speichern wir nochmal. Haben wir zwei geschafft. Ich dachte schon, der wäre jetzt der nächste. Wohl viele sind das jetzt auch nicht mehr, oder? Erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. So, und noch ein Energy Drink. Nein, wieder zwei. Okay, Strategie hat geklappt. Wie viele sind denn da noch? Jetzt ernsthaft, da ist sogar noch eine Höhle. Und jeder Wette in der Höhle sind auch noch welche. Nächsten haben wir auch noch angelockt. Da! Toll, jetzt hab. So, Energy Drink. Und speichern. Da ist noch eine Kaktus. Da sind mehrere Kaktus. Alter, das ist noch. Alter! Wie viel sollen das sein? Jetzt habe ich wieder zwei angelockt. Natürlich. Will ich nicht gleich alle anlocken? Jo, einmal kurz abhauen. Abstand gewinnen. Wie weit sind die da hinten? So, hier Heiltrank. So, und hier geblieben ihr. Ihr Rabauken. So. Die beiden sind hinüber. Jetzt muss ich auch noch wieder was essen. Und nochmal speichern. Das sind aber auch verdammt viele.
Da sind noch 2, 4, 6, 8. Ich kann die nicht mal zählen. So, komm ich an die Kaktusblüte ran? Wir haben wenigstens die 10 Kaktusblüten. 10 Sandcrawler, okay. Also die 10 sind wahrscheinlich das Ziel. Nur schade, dass man die nicht looten kann. So, nochmal ein Energy Drink. Das könnte echt ein langer Kampf werden. Hier gegen die Dinger. Ja. Nächsten 10. Noch eine Kaktusblüte. Einmal speichern. Vom Gefühl her kein Unterschied zu vorhin. Okay, jetzt habe ich wieder 2 an der Backe. Und habe ich geschafft. Okay, nice. Das wird nochmal gespeichert. Und vielleicht esse ich nochmal ein paar gebackene Fleischwanzen. So. Der scheint sehr nah zu sein. Und alleine. Ja, geschafft. Noch ein Energy Drink eben. So. Der trennt sich von der Gruppe. So. Jetzt habe ich ein Problem. Obwohl. Hat geklappt. Es hat geklappt. Ich glaube selber nicht. Mit so wenig Ausdauer. So, noch eine Kaktusblüte. So, ist jetzt nur der hier draußen. Das gehört definitiv gespeichert. Wir haben hier draußen alle erledigt. So, hier noch eine Kaktusblüte.
Okay, jetzt kommen die zu zweit. Wieder. Da! Da! Nice. So, noch ein Energy Drink. So, der nächste kommt schon. Glaub, das könnte ein bisschen schwieriger werden. So, obwohl noch sind wir nicht tot. Ja. Überlebt und geschafft. So. Heiltrank und nochmal was schnabulieren. Und dann speichern wir. So, sind hier noch viele? Oder ist nur noch der hier übrig? Ich glaube nur noch der hier. So, Crawlerjagd. Rufen werden erreicht. 30. So, und was haben wir hier? Alte Truhe. Nehmen wir mal mit. Mehr ist hier nicht. Okay, nice. Also zwei Quests auf einen Schlag dann erfüllt. Haben wir. Crawlerjagd und das mit den Kaktusblüten. So, jetzt ist nur die Frage, Crawlerjagd war glaube ich für Vasco. So, die Crawler sind übrigens Geschichte. Die Crawler sind Geschichte. Hast du das ganze Nest ausgeräuchert? Naja, ich habe alles platt gemacht, was da so rumlief. Na gut, hier ist dein Lohn. Okay. Nochmal 500 Erfahrung, perfekt. Und für wen waren jetzt die Kaktusblüten? 10 Kaktusblüten für Euseblüten Bio. Wer war das nochmal? Steck hier fest. Luca nicht. Kämpfer. Sancho war es auch nicht. Ah, Eusebio. Da haben wir ihn. Hier sind deine Kaktusblüten. Hier sind deine Kaktusblüten. Sehr schön. Ich dachte schon, ich muss selber laufen. Hier ist das Rezept für dich. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn so? Okay, aber wir können ihm die Assassinschwerter andrehen. Der hat noch 20.000. Das hier können wir ihn andrehen. Den Kompositbogen. Den Speer. Hier haben wir nichts für ihn. Hier dann das hier. Die... Hier behalten wir alles. Das hier, Feuerwaranleder, die Zunge, 18 von den Dingern. So, das hier und das.
Die Wolfsfälle müssen wir auch noch irgendwann abliefern. 3000 kriegen wir. 140.000 sind wir einfach mal, was Gold angeht. So, aber Ben Arai, da fehlt uns noch ein bisschen was. Luca muss verschwinden. Ich speichere einmal. Was passiert, wenn ich nochmal gegen Luca kämpfe? Greifen die mich an? Stör mich nicht. Ein guter Rat von mir. Ja, Waffe weg. Ja, nicht du. Verschwinde von hier. Ja. Da. Ja. 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 So. Okay, gegen Luca darf ich so kämpfen. Ja, ja. Ist es gut. Da, da, da. Ja. Okay, der haut mir gleich aus dem Maul. So. Da ist nichts zu holen. Gesundheit. So, Sancho. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Kann ich ihm jetzt nochmal sagen, dass er verschwinden? Nichts zu holen. Ah, meine. Was willst du? Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Es ist an der Zeit, was zu unternehmen. Wenn ich mir jetzt hier einmal schlafen lege, hat er ein Bett? Der hat hier kein Bett. War hier ein Bett? Hier war ein Bett. So, bis zum nächsten Morgen. Kann ich dann Luca nochmal aufs Maul hauen? Der hat eigentlich zu verschwinden. Weg mit der Waffe! Du, mach ihn fertig! So. Luca? Was passiert, wenn ich ihn jetzt absteche? Du schleichst herum wie ein Dieb. Ah! Luca muss verschwinden. Sancho? Für wen war das mit, Luca muss verschwinden? Für Sancho. Habe ich hier nicht noch mehr Quests oder sowas? Störe mich nicht. Bring mir was über Alchemie bei. Haben die hier nicht noch mehr Quests? Wie soll ich hier noch einen höheren Ruf bekommen, wenn hier niemand da ist, der mir Quests geben kann? Denn wir haben jetzt nur noch Kopfgeldjagd Huritz. Nicht weit von hier im Osten. Meistens treiben sie sich bei alten Ruinen herum. Ah, hier haben wir noch. Kampa. Jespers wird übrigens niemand mehr überfallen. Jespers wird niemanden mehr überfallen. Gut, dass du dich um ihn gekümmert hast. Jetzt ist der Weg nach Braga wieder sicher. Hier ist dein Gold. Zeig mir dein Wasser. Zeig mir dein Wasser. So, 8 Wasser hat er. Nehmen wir mal mit. So, und wir haben ja 2 Hellebarden bekommen. So, Goldausgleich. Goldausgleich, hallo. Der hat gar kein Gold. Fällt mir nichts so ein. So, was ist jetzt mein Ruf hier? 45.
Es gibt hier sonst niemanden mehr. So. Wo kriege ich Katanas her? Gibt es hier noch jemanden mit Namen, den ich vielleicht übersehen habe? Sumpfkraut, das Zeug wächst hier auch echt überall. Goldpokal, noch ein Goldpokal, Schmuck. Wenigstens liegt hier überall Gold rum. Können wir irgendwann auf jeden Fall looten. Ich würde gern deinen Tisch hier benutzen. Ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Was mit ihm? Kann ich mit ihm noch mal reden? Halt! Keinen Schritt weiter! Kann ich in den Stollen? Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ja, wie kriege ich diese 30 Punkte noch? Speicher vielleicht mal und versuche mal oben rum, also andersrum, da hochzukommen. Vor allem hier ist noch eine Kaktusblüte. Hier noch ein bisschen Sonnenkraut, nehmen wir auch noch mit. Danke OBS für willkommen im Chat, obwohl ich nicht am Stream bin. Oder warte, ich speichere jetzt hier nochmal. Da unten scheint es nichts zu geben. Kämpfer? Verschwinde! Ja, wie komme ich hier an Quest? Wie komme ich hier an die Dingens? Die letzten 30 Punkte. Wirklich nur noch Ben Arai hier dort, und halt Braga 70, aber Ben Arai, wo ich nicht weiterkomme. Keine Mission gescheitert, aber hier alles ist erledigt. Vielleicht gibt es irgendwie in der Nähe, im Umlauf, irgendwo noch ein paar Quests. Hier vor allem irgendwo eine Oase oder sowas, wo noch Leute sind. Die müsste ich mal suchen. Ich glaube, ich muss wirklich tief in die Wüste rein.
damit ich immer weiterkomme. Vielleicht dahin? Ist zwar Süden, aber... Wegen der Kopfgeldjagd stand eigentlich eher irgendwas in Richtung Osten, aber das da... Eine Oase oder sowas? Hier ist zumindest nichts. Was ist mit da oben? Bestimmt Oger. Ja, das sind Oger. So, vor allem, wir sind einfach mal wieder in der Wüste, obwohl ich eigentlich in Nord ein paar Sachen machen wollte. Und dann irgendwie wegen diesen Mühlenstein hier einmal durch die Welt gegangen bin. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Einfach irgendwie drauf loszocken. Gefühlt. Ich will nicht wissen, wie viel... Oh, da ist ein Blutfliege. 50 Erfahrungspunkte, die nehmen wir mit. Ich bin wahrscheinlich der... Ich gehe mal sehr stark von aus, dass ich der einzige Let's Player bin von Gothic 3, der das hier in einem totalen Durcheinander spielt. Ich glaube, alle anderen, die das Let's Playen, ob blind oder so, die gehen eine straighte Richtung. Also geradewegs eine Richtung. Da sind Schakale. Zu denen wollte ich jetzt nicht. Genau zu mir laufen die jetzt. Aber ich glaube, alle anderen haben irgendwie eine direkte Richtung, wo die hinwollen. Gehen hier eine Stadt nach der anderen ab. Erledigen da alles und dann auf zur nächsten, bis die dann damit nichts mehr zu tun haben oder zu tun brauchen. Und ich bin da irgendwie so, ja, ich mach mal hier ein bisschen was, dann da mal ein bisschen was und so weiter. Ah, vielleicht, ich weiß noch nicht, vielleicht kann ich da eine Quest verpassen, so ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out. Und ja, irgendwie ganz komisch bei mir. Aber ich würde sagen, wir machen hier dann mal in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.